Wenn du eine Firma, ein Startup gründest oder eine Bestandsfirma führst, dann kommst du um das Thema Personal nicht herum. Und die Herausforderung ist, dass man von außen nicht unbedingt sieht, ob dein Mitarbeiter leistungswillig, leistungsfähig ist oder ob er vielleicht deiner Firma schadet, wie ein Krebstumor im Körper. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin nicht nur Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung und für Geschäftsentwicklung, sondern ich bin auch zertifizierter Professional Coach, Mediator und Trainer. Und ich werde nicht nur zu finanziellen oder wirtschaftlichen Fragen Unternehmen hineingebeten, sondern auch zu Konflikt, zu Führungsstilen, zu sozialen Themen, nämlich dann, wenn es zwischen dem Team und der Führungskraft nicht mehr so klappt. Um das besser zu verstehen, wie A, die negative Wirkung auf deine Firma ist, aber auch um Erkennungsmerkmale, Kennzeichen zu erkennen, woran du erkennen kannst, welcher Mitarbeiter ein Krebsgeschwür ist und welcher nicht, habe ich mich für die Metapher des Krebs im Körper entschieden. Das erste wichtige Kriterium ist bei einem Krebsgeschwür in deinem Körper, ist, dass du einen Zellhaufen hast, zum Beispiel deine Leber wird immer größer, aber die Zellstrukturen eines Krebstumors, die üben keine Funktion aus. Das heißt, du hast ein wachsendes Organ, aber schlechter werdende Leistung. Und das kann in deiner Firma auch passieren, dass du immer mehr Mitarbeiter einstellst, aber die Leistung wird schlechter. Und das kannst du nur herausfinden, indem du nicht nur den gesamten Umsatz und den gesamten Ertrag deines Unternehmens misst, sondern dass du letztendlich jede einzelne Zelle, jeden einzelnen Mitarbeiter auch kontrollierst, überwachst, wie die Leistungszahlen sind, ob die aufwärts sind und gehen sie abwärts und es gibt keine äußeren Gründe, dann kann es ein Indikator sein, dass du einen Mitarbeiter im Team verloren hast. Das zweite Kriterium ist, bei einem Krebstumor im Körper, dass du keine Rückmeldung, dass du keine Schmerzen hast. Denn dieser Zellhaufen in deinem Körper ist nicht eingebunden in deinem Nervensystem. Das Gleiche gilt auch für Menschen, die als Zellstruktur, als Krebsstruktur in deinem Team arbeiten. Die sind zwar vorhanden, aber die Kommunikation stimmt immer weniger. Sie findet im schlimmsten Fall gar nicht mehr statt. Das heißt, du kriegst keine Rückmeldung. Die entsprechenden Rapport und Meldungen und Kennzahlen werden nicht oder nicht ausreichend geliefert oder nicht vollständig. An Meetings wird nicht teilgenommen und die Person kommt auch relativ selten auf dich zu und hat dir irgendetwas mitzuteilen. Das dritte Kriterium für einen Krebstumor an deinem Körper kann sein, dass du viel isst und trotzdem abnimmst. Das bedeutet, irgendwo gehen deine Ressourcen hin und das kann auch ein Indikator für Krebs sein, genauso in deiner Firma. Wenn du mitbekommst, dass auf einmal Gelder weg sind oder Papier verschwindet oder Stifte weggehen oder irgendetwas an Ressourcen abnimmt, und das nicht im Verhältnis steht zum Umsatzzuwachs oder zu den Umsatzkosten, dann kann es sein, dass du auch einen Krebs in deinem Team hast. Jemand, der entweder sinnlos Ressourcen verbraucht, weil er kein Interesse hat, Kosten zu sparen oder weil er dich bestiehlt. Das vierte Merkmal für einen Krebs in deinem Körper ist sinnloses Wachstum. Es wächst irgendwas, der Bauch wird immer dicker, aber nur weil ein Tumor da ist und nicht weil die Muskeln wachsen. Und das Gleiche kann auch in deiner Firma sein, dass du einen Teammitarbeiter hast, der vielleicht tut, agiert, was macht, vielleicht wächst, zunimmt, aber die kreative Entwicklung, das Wachstum der Firma wird dadurch nicht gefördert. Das fünfte und schließlich auch gefährlichste Kennzeichen eines Krebstumors ist im Körper, dass du Metastasen hast. Dass der Krebs anfängt, sich auszudehnen auf das gesamte System. Und das Gleiche kann auch in deiner Firma, in deinem Team passieren, wenn du nicht rechtzeitig eingreifst, dass sich diese Einstellung, die Haltung des Krebsmitarbeiters in deinem Team ausdehnt auf alle anderen. Nur wenn du das nicht möchtest, dass im schlimmsten Fall dein Körper oder dein Unternehmen gefährdet wird durch einzelne Mitarbeiter, durch Krebszellenmitarbeiter, dann gilt es hier, zwei wichtige Erkenntnisse zu treffen und auch Entscheidungen zu treffen heute. Die erste wichtige Entscheidung ist, dass wenn du Krebs im Körper hast, dann musst du ihn, genauso wie ein Schimmling einen Apfel aus dem Apfelkorb, so schnell wie möglich aus deinem Team entfernen. Damit es aber gar nicht dazu kommt, dass sich entweder Krebszellen, Krebsmitarbeiter entwickeln können, wirst du sicherlich deine gesamte Gesundheitsvorsorge und deinen Körper regelmäßig in Untersuchung unterziehen. Das Gleiche gilt auch für deine Firma. Wenn du Krebs in deinem Team vermeiden möchtest, dann solltest du regelmäßig alle Bereiche deines Unternehmens, aller Mitarbeiter untersuchen lassen, Mitarbeitergespräche überprüfen und vor allen Dingen auch die Kennzahlen ermitteln. Denn auch der Arzt hat bestimmte Marker, Blutmarker, woran er erkennen kann, dass möglicherweise Krebs im Körper ist. Und diese Kennzahlen, die kannst du auch in deinem Unternehmen installieren, um rechtzeitig zu erkennen, wenn sich hier etwas entwickelt, was der Firma schadet. Jede Zelle hat im Körper die freie Wahl, eine Funktion zu übernehmen oder zu mutieren. Genauso hat auch jeder Mitarbeiter in deinem Team die freie Wahl, seine Funktion, seine Aufgaben zu erfüllen, mit dem Team zusammenzuarbeiten oder zu mutieren und seine eigenen Interessen nachzugehen. Das Gute aber im Körper ist, dass dein Immunsystem ist, was alles überwacht und wenn es gesund ist, erkennt es die Krebszellen und entfernt es frühzeitig, bevor der Körper geschädigt wird.
Und so genau zu diesem Immunsystem lade ich dich auch ein, das in deiner Firma zu installieren, dass du regelmäßig die Interaktion, die Gespräche, aber auch die Kennzahlen überwachst, die in deinem Unternehmen die aktuelle Leistung zeigen, die Leistung der Mitarbeiter zeigen. Und es geht hier nicht darum, den bösen Mitarbeiter zu suchen. Nein, es geht darum, in allererster Linie die Rahmenbedingungen zu schaffen, um überhaupt zu verhindern, dass jemand zu einer Krebszelle mutiert. Aber auf der anderen Seite hast du als Teamleiter, als Führungskraft, als Geschäftsführer die Fürsorgepflicht für deine Unternehmung. Und der Schutz des gesamten Unternehmens hat in der Regel immer Vorrang vor dem Einzelnen. Und zu dieser Erkenntnis lade ich dich ein und auch dafür diese entsprechenden Prozesse, die Kontrollen und Überwachungsprozesse zu installieren. Solltest du Hilfe brauchen, weil du gerade Konflikte, Krebszellen in deinem Team hast oder weil du einfach ein System installieren möchtest, dem vorzubeugen, dein Immunsystem aufzubauen, dann kannst du jetzt gerne einen Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Gerne aber auch kannst du unseren Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Und ich wünsche dir viel Erfolg beim Aufbau deines gesunden Unternehmens, genauso wie bei der Betreuung und beim Aufbau deines gesunden Körpers. Dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen. Möchtest du gerne ein Erstgespräch haben, um deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklung zu klären, so findest du hier auf dieser Seite einen Gutschein. Mit diesem kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren, 45 Minuten an der Dauer, entweder in Berlin, in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal.